Ja, Moment, Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute nochmal mit Chucky unterwegs und wir haben folgendes Setup mit dabei: Ausbruch, Popgus, The Weasel, Spielzeug und tödlicher Verfolger. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Let's go. Aber dann ist ja auch blöd, wenn die dann irgendwie nur 1 oder 2 Wochen stehen. Weiß nicht. Also ich mag die eh nicht so gerne, weil, keine Ahnung, du guckst denen einfach nur dabei zu, wie sie verrecken. So. Die rennt jetzt gerade so komisch, dass ich wirklich. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir sie erwischen. Ja, wir erwischen sie tatsächlich. Oh mein Gott. Die ist so merkwürdig gerannt. Das habe ich irgendwie schon angesehen. Da packe ich sie auf jeden Fall hier oben ran. Und dann setzen wir den Generator hier vorne zurück. Das ist nämlich der, wo auf jeden Fall schon jemand dran gewesen ist. Und wenn wir jetzt schon mal einen Pop-Stack bekommen, warum nicht, oder? Ja, who's next, Leute? Finden wir es heraus. Hier wird auch gearbeitet. Ich würde jetzt einmal kurz die Fähigkeit auch mal aktivieren. Ja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Aber wir haben zumindest Ausbruch aufgemacht. Oh, guck mal, hier kommt mir jemand entgegen, oder? Hey, oh, die Hexe, Leute. Oh, die zieht direkt. Geil. Warst du hier am Generator dran, Hexe? Leider nicht. Was machen die denn die ganze Zeit? Sollen Gens machen? Nein, die sollen keine Gens machen. Oh, wow. Das hätte ich mir sparen können, Leute. Ärgerlich. Ja, die hat meine Spuren, denke ich mal, gesehen, ne? Hier haben wir. Nice. Beide Dinger. Mal auf hier. Der Keller wäre hier. Ich hänge sie trotzdem hier hin. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade gar nicht mal so verkehrt ist. Da hat jemand seinen Totem gemacht. Ist ja nicht so schlimm. Haben die halt nur ihren Terrorradius wieder. Aber haben ein bisschen Zeit gewastet. Das ist jetzt wirklich der Gender am weitesten ist? Come on. Das hat ihn zumindest ein bisschen verwirrt. Obsession, ne? Das wäre jetzt mit dem anderen Setup natürlich wieder geiler gewesen. Aber gut. Steck's nicht drin. Nice. Noch eine Palette down. Ah, ärgerlich. Ah, ich hielt hinterher. Oh! Verdammt. Schade, oh, Dwighty Boy, Alter. Wäre wild gewesen. Oh. Ist er echt abgehauen? Tatsache. Wild. Hat mich geplayed. Hey, der Dwight ist der Einzige, der sich bewegen kann. Oh nein! Oh Gott, das war so knapp! Das wäre so schön gewesen, wenn ich den Hit bekommen hätte. Wieso hat Dwight nicht getankt? WTF? Hä? Was war das denn? Er hätte doch easy jetzt den Tank nehmen können. Okay, das verstehe ich nicht. What? Ärgerlich. Bisschen zu gierig halt gewesen wieder.
Hopp hier mal schnell gegen, Leute, weil der ist schon sehr weit. Oh, gut zu wissen. Das nehme ich doch dankend an. Ah, okay, sie hat Balance. Oh, was? Warum denn das? Du hast doch Balance! Schade, ich dachte, wenn ich nicht hingucke, denkt sie, ich sehe sie nicht. So T-Rex-mäßig. Nice, Ausbruch. Oh, die haben aber trotzdem auch schon wieder zwei Generatoren, ne? Müssen wir aufpassen hier. Aber ich glaube, wir haben ja auch Fang und sie als einzige bisher Marken gehabt. Also die wären beide dead on hook, ne? Knechti, danke dir für den Raid. Ey, moin, Leute. Was habt ihr Schönes gemacht bei Knechti? Wir zocken heute ein bisschen die Chucky. Der wurde heute released. Hier bei DBD. Oh. Vorne war auch schon wieder die Fang. Jetzt ist die Sache, ganz ehrlich, ne? Ich kann jetzt auf Fang gehen, ich kann jetzt auf Dwight gehen. Nenn mir einen Grund, warum ich auf Dwight gehen sollte. Dwight kommt ja nicht mal zum Helfen hierher. Okay, nenn mir einen Grund, warum ich auf Dwight gehen sollte, weil ich habe keine Ahnung, wo Fang ist. Legit Grund. Den kann man zählen. Okay, ich weiß, wo Fang ist. Boah, was ist mit ihr? Ich wollte schon sagen, das war eigentlich eine ganz geile Aktion von ihr, aber jetzt ist sie zu alter Stärke zurückgekehrt. Ja. Ja, ist vielleicht ein bisschen cheap, jetzt das schwächste Glied so rauszunehmen dann, aber Leute, als Killer musst du nehmen, was du kriegen kannst. Ich sag's ja immer wieder. Gut. Ein Problem weniger. Ich kann mir vorstellen, dass der da unten jetzt wieder gut bespielt wurde, deswegen... Okay, der wurde gut bespielt. Aber der auch. Oha. Okay, zum Glück können wir hier nochmal gegen poppen. Macht sie wieder eine komische Aktion. Nee, sie haut diesmal wirklich ab. Ja, besser ist es. Hier mache ich auch nochmal Ausbruch raus. Hier sind drei Generatoren auch echt relativ nah beieinander, wa? Will ich den da hinten einmal anschauen? Warum nicht? Knechti, was hast du Schönes gespielt? Ark und Counter-Strike? Nice. Ark ist echt so ein bisschen dein Game aktuell, wa? Manchmal bin ich so ein bisschen am reinlurken. Hab ich auch schon einen Dino? Hab nur gesehen, dass halt viele, viele Dinos benannt wurden nach Leuten. Okay, die sind jetzt alle hier. Jo, Whitey Boy, danke. Bam, Ausbruch, Peng, voll in die Fresse. So, ich würde Whitey Boy jetzt auch einfach hier oben raufpacken. Falls ich Glück habe, war schon wieder jemand dran. Dann können wir da sogar nochmal gegen poppen. Nee, war nicht. Schade. Ich hätte es uns gegönnt. Ist jetzt wild. Go! Oh. Nice! Es macht schon Laune, einfach so durch die Gegend zu jeeten, wenn es mal klappt, muss ich sagen, ne?
Aber manchmal klappt's halt auch noch nicht so richtig. Tino, moin moin. Tino mit rüber geradet hier, ey. Leute, willkommen im Stream an alle, die jetzt am Start sind natürlich. So, ich muss einmal einen Blick riskieren. Ja, guck mal, wer da gerade ist. Das finde ich gut. Weil kann ich hier nochmal gegenpoppen. So, wir müssen einmal aufpassen. Whitey Boy rennt da lang, sie rennt da lang. Tja. Machen wir ihn jetzt. White geht weg. Ist gut. Dann jiet ich los. Wahrscheinlich treffe ich die falsche. Jo. Was soll's. Ich würde jetzt einfach auf sie gehen. Damit ich nicht tunnel, you know? Außerdem ist sie tot, Leute. Oh, da steht sie einfach. Ausbruch. Let's do it. Vielleicht kommt jemand tanken, aber dann gehen die down. Und ich glaube nicht, dass sie mich aufhalten können. Deswegen wäre es wahrscheinlich nicht klug, wenn sie tanken. Aber... Boah, der Generator ist ja wieder fast in der Steinzeit zurück. So, ich check jetzt einmal den Gen hinten ab. Sekunde. Muss erst hier noch etwas kurz erledigen. Wenn wir schon mal gerade Pop haben, dann hau ich es hier nochmal rauf. Die sind jetzt auch nur noch hier am Start. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen Angst haben wegen 3-Gen oder so. Ich meine, am Ende des Tages, angenommen, ich würde jetzt eher auf diesen 3-Gen spielen. Es ist ja auch egal, ob die den jetzt zuerst fertig machen oder... Also, ob sie es jetzt versuchen oder später. Macht keinen Unterschied eigentlich. Geh mal in den Mode. Ah, schau mal einer an. So schnell sieht... Boah, einfach 3 Gens durch Ausbruch. So schnell sieht man sich wieder, du Whitey Boy. Wir hängen dich hier auch hin. So, die beiden wurden durch Ausbruch erwischt. Dann gehe ich mal da hinten hin und gucke, ob der noch zurückgesetzt ist. Ist er. Der ist komplett wieder weg. Oh, war die andere da gerade? Bin unsicher. Ich glaube aber eigentlich eher, dass sie da hinten bei dem Generator war. Sorry, Dwight, ich muss ja einmal vorbei. Keine Sorge, ich gehe nur dran. Nee. Biete mal weg. Ach, komm, jetzt. Ausgerechnet jetzt. Hallo. Ah, Chucky ist schon lustig, Leute. Teilweise hier wilde Aktion. So, du kannst eigentlich da vorne dann wieder ran, ne? Ach ne, oh shit, der ist kaputt. Schaffe ich's? Sieht gut aus. Okay. Wo geht der Boy wohl wieder ran? Der wird ja auch arbeiten dann. Ach, okay, alles klar da oben. Ich glaube, er hat aufgegeben. Kann das sein? Ne, er nickt. Schauen wir nochmal die Bonusblutpunkte hier ab. Und dann geht die Reise direkt hinterher. Welchen Punkt kann ich wohl jeten? Jetzt, oder? Boah, nee. Ganz knapp daneben. Na gut. Man muss halt, wie gesagt, erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. So, sie rennt nach da hinten. Das heißt, du kommst hier jetzt ran. Und dann beginnt Mondhirsch. Lustiger Name. Dann beginnt das Rennen um die Luke erneut. War meine Aufgabe nicht sogar Luke schließen gerade? Gib mal Luke, Merkel. Verdammt. Ah ja, Olaf ist jetzt ja... Olaf ist echt ein schlechter Lukengeber. Ich probier's. Yeah! Oh, ich krieg nochmal einen ab. Da legt Chucky sich nieder. Oh, da ist die Luke. Oh mein Gott, es tut mir leid. Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe eine Hausaufgabe. Diesmal wirklich. Irgendwann habe ich schon mal gesagt, ich habe eine Hausaufgabe. Also ich dachte da...
ehrlich gesagt auch damals, ich hätte eine Hausaufgabe. Hatte ich aber nicht. Ich habe also eiskalt gelogen. Hallo. Let's go. Ich probiere es nochmal, Leute. Also langsam kommen die Yeets ein bisschen besser, ne? Der wirkt wirklich stark. Ich kann es irgendwie noch gar nicht so richtig einschätzen. Oh, bitte nicht wiggeln. Ich werde dich nicht an den... doch an den vielleicht. Die wiggelt auch nicht richtig. Die wiggelt nur in die eine Richtung. Aber sonst wäre die Runde leider auch nur ein bisschen länger geworden für beide. Ey, GG. Oh, wilde Runde, ey. Okay, den einen erstmal wieder auf ganz entspannt rausholt. Die Feng. Ich meine, seien wir mal ehrlich, die Feng war halt nicht so stark in den Verfolgungsjagden. Aber ich glaube, Jens hätte sie trotzdem geschafft. Einfach linke Maustaste drücken. Dann nehme ich natürlich sie erstmal raus, ne? Ist Abfuck, ich weiß. Aber die Runden, die knallen dir halt echt um die Ohren als Killer oft, ne? GG! So. GG, Mondhirsch einfach auch schon 100er Dwight, Leute. Geil. Ich hoffe, der spielt sonst weird, Alter. Herrlich. GG. Ey, die Feng ist noch so lieb, Alter. Das tut mir jetzt wirklich im Herzen weh, Alter. Es tut mir leid, Feng. Es tut mir leid. 2 Level noch. Ach ja, Chucky macht einfach Spaß, Leute. Ich weiß auch nicht. Ich muss sagen, macht richtig Laune, mit dem zu spielen. Und so langsam, aber sicher kommt man da noch mal rein. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Feng, ey. Mein Herz blutet immer noch ein bisschen, wenn es euch gefallen hat, Leute. Ich freue mich immer über einen Kommentar, über ein Like. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.